Heute wieder ein kleiner Wissensteil. Und zwar kam das auch in der Umfrage raus. Die Leute wollten gern wissen, wie mache ich denn Mischungen? Und ich habe mir das mal überlegt, wie ich das denn mache. Und das meiste läuft bei mir unterbewusst ab. Und auch wenn ich euch das zeige und das irgendwie technisch ist oder sowas, lasst euch davon nicht beirren. Am besten fahrt ihr immer noch, wenn ihr euer Bewusstsein diese ganzen Berechnungen machen lasst, weil das wirklich viel besser funktioniert und euer Unterbewusstsein das viel besser steuern kann. Trotzdem habe ich das mal als objektives, kleines Portfolio zusammengestellt, wie ich denn da vorgehe, und habe euch ein simples Beispiel gemacht. Ich habe also hier eine Mischung von mir aufgeschrieben, das Crystal Gum, Arabica Rose und Elements Whisky gemischt. Und dann geht ihr so vor, dass ihr den Tabak oder die einzelnen Sorten gewichtet nach Intensität. Und das mache ich jetzt gerade einfach mal. Der Whisky kriegt eine Intensität von 1, der Arabica Rose von 2 und der Crystal Gum kriegt eine Intensität von 3. Wenn ihr jetzt euch das hernehmt und wollt eine ausgewogene Mischung erstellen, dann müsst ihr die Gewichtung umkehren. Also wenn ihr eine Gewichtung von 3 habt beim Crystal Gum, dann nehmt ihr davon einen Anteil, von Arabica Rose 2 Teile und 3 Teile Whisky. Dann kriegt ihr eine ausgewogene Mischung und das könnt ihr gleich in Tabakmengen umrechnen. Also vielleicht 5 Gramm von Crystal, 10 Gramm von Arabica Rose und 15 von Elements Whisky. Dann bekommt ihr raus 15, 20, 30 Gramm. Und dann habt ihr doch eine gute Menge für einen Kopf. Ist natürlich Spaß. Ihr mischt die dann zusammen, rührt die gut durch. Und dann könnt ihr euch den Kopf so packen mit der Menge, die ihr eben wollt. Wenn ihr jetzt Fruchtmischungen macht, müsstet ihr noch anders hergehen. Das ist ähnlich wie beim Kochen. Ihr geht hin und beurteilt die Säure, die Süße und die Intensität. Das macht ihr genauso, wie ich das hier in der Gewichtung gemacht habe. Und müsst es dann auch umkehren, die Verhältnisse. Und so kriegt ihr dann eine ausgewogene Mischung, wo sich das Süße und die Säure so eine Waage halten. Und dann geht ihr hin und schmeißt alles wieder über den Haufen, weil ihr sagen wollt, ich möchte die Mischung gern so haben, dass Rose dominiert von mir aus. Und dann erhöht ihr da entsprechend den Anteil. Das ist eigentlich schon der ganze Trick bei der Sache. Also, dass ihr euch überlegt, wie intensiv ist denn die eine Sorte im Gegensatz zu der anderen? Was möchte ich denn für Schwerpunkte in meiner Mischung haben? Und stimmt das Ganze dann dementsprechend ab? Bei Fruchtsäuren, wie gesagt, nochmal die Gewichtung zwischen Süß und Säure. Wollt ihr vielleicht eine saure Mischung im Sommer haben, weil das schön erfrischend ist? Dann geht ihr hin und versucht ein bisschen die Säure anzuheben, je nachdem, welche Sorten ihr habt. Und das ist dann eigentlich schon alles. Das sind jetzt so einfache Mischungen, die könntet ihr auch direkt anmischen im Kopf. Verteilt die dann, wenn ihr einen Funnel habt, nehme ich immer eine Ecke mit der einen Sorte, dann die nächste mit der anderen. Und so, bis ich drumherum gekommen bin um den ganzen Kopf. Und dann habt ihr das schon. Und das Lustige daran ist, je nachdem, wie ihr die Kohlen platziert, desto
desto mehr verändert sich der Geschmack dann in die eine oder andere Richtung. Das macht den Kopf dann interessanter über die ganze Rauchdauer. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Gibt da noch eine Ergänzung zu den vorherigen Videos, die ich gemacht habe? Meine Freundin hat mich darauf hingewiesen, dass auf der Packung vom Puzzle, ihr seht hier die einzelnen Puzzlestücke, und das sind die vier Elemente, die man auch von Elements kennt. Fand ich ganz interessant, ist mir nie aufgefallen. Vielleicht sollte meine Freundin eigentlich die Reviews machen. Ich habe ja irgendwie keine Ahnung davon. Und dann noch was, und zwar habe ich mich mal hingesetzt und habe mal die Praliné-Mischung genau durchgerechnet im Einzelnen. Und wir könnten das so machen, wer Interesse daran hat, an der Praliné-Mischung, dass ich die Komponenten kaufe und für euch anmische. Und dann könnt ihr davon was haben. Neun Leute könnten 180 Gramm jeweils bekommen. Und schreibt mich doch einfach an. Die ersten neun haben dann eben Glück gehabt und bekommen was ab. Und ja, das war's dann von mir. Bis später. Ciao.